Hi, Tim Zu von Tablet.de hier. Philips hat gerade zu IFA seine neuen Glühbirnen vorgestellt. Darunter fallen drei neue Filamentglühbirnen sowie eine neue Philips Hue Go und ein neuer Steckdosenadapter. Ich habe mir diese Geräte im Vornherein schon mal anschauen dürfen und zeige euch in dem Video das neue Roundup. Unter den drei Glühbirnen fangen wir an mit der ersten. Das ist eine Glühbirne mit einer Glühbirnenform. Die zweite Form ist eine längliche Edison-Form und die dritte, die gleich noch kommt, ist eine große Globe-Form. Die Filamentlampe in der Glühbirnenfassung kostet 20 Euro, die in der Edison-Form kostet um die 25 Euro und die große in der Globe-Fassung kostet um die 30 Euro. Wie auch die anderen Birnen besitzen die drei Filamentglühbirnen auch Bluetooth. Das bedeutet, dass ihr auch ohne eine Philips Hue Bridge eine Lampe kaufen könnt und die Philips Hue Bridge einfach nachrüsten könnt. Ich habe für euch auch nochmal die drei Lampen nebeneinander gelegt, damit ihr sehen könnt, wie groß die Lampen jeweils sind. Des Weiteren hat die Philips Hue Go Lampe ein Update bekommen. Ebenfalls ist jetzt in diesem Modell Bluetooth mit enthalten, sprich ihr könnt die Lampe einfach per Bluetooth steuern. Und des Weiteren habt ihr auch eine längere Akkulaufzeit, von jetzt über 10 Stunden. Falls ihr das Gerät mal im Garten oder auf dem Balkon vergessen haben solltet, macht das dem Gerät nichts aus, denn das Gerät ist wasser- und staubschutzgeschützt. Eine weitere Neuerung ist, dass der Ladeport des Geräts nicht mehr an der Unterseite ist, sondern an der Seite. Dies bedeutet, ihr könnt während dem Ladevorgang eure Lampe auf den Rücken stellen oder auch senkrecht hinstellen. Die neue Philips Hue Go ist ab Oktober für rund 80 Euro erhältlich. Ein weiteres der neuen Produkte ist die Philips Smart Plug, eine intelligente Steckdosenleiste, mit der ihr eure Geräte per Smartphone oder per Smart Home Gerät an- und ausschalten könnt. Zusätzlich ist in der Oberseite ein An- und Ausknopf mit enthalten, wie ihr hier sehen könnt. Was haltet ihr von den neuen Glühbirnen? Gefallen sie euch? Ja oder nein? Schreibt es mir in den Kommentaren.